Yogasana ist allgemein die Bezeichnung für jede Yogastellung. Yogasana ist aber auch die Bezeichnung einer speziellen Yogastellung. Gerade der Yogameister Dharma Mitra bezeichnet als Yogasana Yoga Mudrasana in einfacher Variation. Yoga Mudrasana geschieht ja aus dem gebundenen Lotus und Yogasana sind letztlich die Yoga Mudrasana Variationen, wo du nicht im gebundenen Lotus bist. Nora, Yogalehrerin bei Yoga Vidya Bad Meinberg, zeigt, wie es geht. Die fortgeschrittenste Form von Yogasana geschieht aus dem Lotus. Du faltest die Beine in den Lotus und dann faltest du die Hände hinter dem Rücken. Du atmest ein paar Mal ein und aus und beim Ausatmen beugst du dich nach vorne. Du kannst dabei die Stirn zum Boden geben, wenn du kannst. Es gibt jetzt mit den Armen mehrere Möglichkeiten. Zum einen kannst du die Arme zur Decke hingeben, wie es Nora gerade macht. Du könntest auch die gefalteten Hände hinter dem Gesäß halten oder hinter dem Kreuzgegend. Und so wird jetzt hier einiges ausgedrückt, was Yoga ist. Yoga heißt Einheit, Yoga heißt Verbindung. Yoga Mudrasana bedeutet, insgesamt ist es ein Verneigen und über Verneigung kommst du zur Einheit. Ist aber auch etwas, das eine sehr kompakte Stellung ist, wo du als Ganzes dich miteinander verbunden fühlst. Yogasana gibt es noch in anderen Variationen. Du kannst auch einfach aus dem halben Lotus heraus dich nach vorne beugen. Also ein Fuß unter den Oberschenkel, der andere über den Oberschenkeln, wie eben beugst du dich nach vorne. Es gibt Yogasana aus Muktasana, also wo du die Beine voreinander gibst und dich dann nach vorne beugst. Und es gibt Yogasana aus Sukhasana heraus, also aus dem Schneidersitz. Etwas anstrengender ist Yogasana aus Agni Stambhasana, also aus der Feuerholzhaltung, wo du einen Fuß auf dem Knie hast und das andere Knie auf dem Fuß, was schon mal anstrengend ist für die Hüftgelenke. Und wenn du dich jetzt nach vorne beugst, dann gilt das zum einen als Variation von Agni Stambhasana und es gilt auch als Variation von Yogasana. Yogasana hilft also für Demut, für Hingabe, für Loslassen und entwickelt auch die Hüftflexibilität, die so wichtig ist, um gut meditieren zu können und auch die Lotusflexibilität zu entwickeln.